Hey, komm mal her hier. Komm mal ran auf den Meter. Und damit ein herzliches Hallo zu Pokémon Purpur. Im letzten Part haben wir genau an dieser Stelle ein geiles Sichlor fangen können. Und hier gibt es noch einige Pokémon mehr, die wir noch nicht im Pokédex haben. Da würde ich sagen, lasst uns mal direkt starten. Mit Wablu, das haben wir schon. Ja, aber hier, diesen Esel. Ist zwar nicht 9. Gen, aber den würde ich mir mal gönnen. So, und wenn ihr auch Bock habt auf eine geile Erkundungstour, dann bleibt jetzt dran. Denn hier geht es heute nur um die Paldea-Region. Was es hier für Pokémon zu fangen gibt und noch vieles mehr. Und Pampuli, Level 21, das wird wieder mal knackig, ja, wie Sichlor. Muss ich erstmal ein bisschen bei der Sache bleiben. Nicht, dass das wieder in die Hose geht. Bei Sichlor war ja noch das Problem, das war Terra kristallisiert. Und was ist denn das Pampuli hier für ein Typ? Weiß ich gar nicht. Entwickelt sich das zu Pampros? Kann das sein? Ich will es ja eigentlich nur fangen. Reicht das jetzt schon oder muss ich das nochmal angreifen? Ich könnte auch mal direkt einen Ball werfen. Lass mal sehen. Ich weiß gar nicht, warum ist denn das hier in dem Spiel Nacht? Es ist gerade Mittag. Verstehe ich nicht. Ist mir jetzt ein bisschen unplausibel. Oder hat das Spiel eine eigene Uhrzeit? Das könnte natürlich auch sein. Oh Mann, jedes Mal wirkt die Zähigkeit. Ja, Doppelkick stecke ich weg. Aha, da guckst du nicht schlecht. Jetzt wäre es aber mal sehr schön, wenn du im Ball bleibst. Denn ich brauche dich für den Pokédex. Und da ist es auch schon. Pampuli eingesackt. Geht gut los in diesem Part, ja? Gleich mal Level-Ups gemacht. Ein Boden-Pokémon ist das, okay. Es bewegt sich zwar langsam, ist aber sehr kräftig. Sein Gang ändert sich auch dann nicht, wenn es das 50-fache seines Gewichtes trägt. Nein, ich will es nicht ins Team aufnehmen. Es geht ganz klassisch auf die Box. Ja, nächster Eintrag. Sehr schöne Sache. Und hier hinten dieses Pokémon. Das weiß ich gar nicht, ob das 9. Gen ist. Und da sehe ich auch schon ein Panfi. Flatutu. Was ist denn das? Flatutu. Oh Mann, jetzt ist Gierspenst vorne dran. Mit einem erstaunlich krassen Moveset. Erstauner und Tackle, ja. Du Typ Fee. Ha, das knallt auf jeden Fall. Da kann ich noch einmal Erstauner nehmen. Ja, normal hat keine Wirkung auf Geist. So ist das. Latutu. Ich schaue dann gleich mal nach, ob das 9. Gen ist. Na, ah, es will nicht. Sieht aber sehr süß aus. Sehr süß. Hat das Zöpfe oder was baumelt da bei dem am Kopf rum? Oh, da hinten habt ihr das gesehen? Ein Riolu steht hinter mir. Das ist ja mal geil. Level up für Pamu, wie heißt das Vieh? Weiß ich, ein Psycho-Pokémon ist das hier. Es verbringt seinen Alltag damit, durchs Ödland zu rennen. Wenn jemand seine geliebten Bären stiehlt, setzt es dem Täter nach und nimmt Rache. Ich schau mal ganz schnell nach, ob das hier 9. Gen ist. Ja, das ist ein 9. Gen-Pokémon. Aber ich werde es trotzdem erstmal auf die Box schicken. Denn mein Team ist schon mit interessanten Pokémon der 9. Gen bestückt. Ja, da müssen wir schon ein paar Abstriche machen. Und das Riolu hat Bock. Sehe ich gerade. Ich glaube, das habe ich sogar noch gar nicht gefangen. Riolu. Nein, habe ich noch nicht. Es ist auf Level 16. Das klingt machbar. Ja, gut. Würde ich mal einen Tackle ausprobieren. Was willst du denn hier offenlegen, Riolu? Hier gibt es nichts offen zu legen. Ich spiele bereits mit offenen Karten.
Gut, Gespenst macht jetzt nicht so. Nicht so einen geilen Scheiß. Das dauert ja, hey, Mann. Was hat denn das überhaupt für Stats? Das wollte ich letztens schon mal nachschauen. Angriff 18. Alter. Das ist ja mehr auf Verteidigung ausgelegt. Und Spezialangriff. Und was ist Erstauner? Das ist doch bestimmt physisch dann. Ja, es ist physisch, deswegen. Deswegen klappt das hier nicht so, wie es soll. Werde ich mal ein anderes Pokémon nach vorne packen und hoffen, dass Gespenst entweder mal eine Attacke erlernt. Oder ich könnte ihm natürlich auch etwas beibringen. Ah, da kann man auch mal nachschauen, ob wir was im Beutel haben an TMs. Findet man doch hier in Hülle und Fülle. Könnte gut sein, dass man am besten eine Spezialattacke. Ja, eine Spezialattacke könnte das Teil echt vertragen. Aber erstmal wollen wir jetzt das Riolu einsacken. Das will man so gar nicht. Junge, da wären meine Bälle wieder knapp. Ah, ich greife nochmal an, nochmal ein bisschen schwächen. Wäre ja zu schön gewesen. Gut, wenn du immer mit normal angreifst, ist das vollkommen okay. So, jetzt bist du im roten Bereich. Wenn du jetzt nicht drinne bleibst, ja, dann weiß ich auch nicht mehr weiter. Dann macht das ja alles keinen Sinn mehr. Sehr schön. Riolu, willkommen in meinem... Na, ich wollte jetzt Team sagen, aber du kommst ja nicht ins Team. Willkommen auf meiner Box. Es hat die eigenartige Fähigkeit, Gefühle wie Freude oder Wut in Wellenform zu senden. Ja, reiner Typ Kampf, was willst du mehr? Nächster Eintrag, sehr schön. Und ich schaue jetzt mal nach. Im Beutel, ob wir nicht eine Spezialattacke für mein Gespenst haben. Lehmschelle, nein. Anspringen. Ich schaue erstmal überhaupt, ob bei dem was grün leuchtet. Ausdauer? Na, nicht wirklich. Elektroball, Donnerwelle, Erholung. Nein, das ist Erholung. Nichts. Ja, moin. Delegator wäre, aber das zieht ja auch nichts ab. Und du stehst genau an der richtigen Stelle. Dich habe ich doch, glaube ich, auch noch nicht. Panfi auf 18. Okay. Walzer. Was bist du? Boden oder Gestein oder sowas? Oh Mann, Gespenst. Was soll ich noch mit dir machen? Du haust echt gar keinen Schaden raus. Alter, ist das eklig. Dann würde ich jetzt mal Mangunio in den Ring schicken. Das sollte das etwas besser hinbekommen. Ja, wir drehen schon wieder 8 Minuten und wir sind immer noch an derselben Stelle. Hier gibt es aber so viele Pokémon. Das war normal effektiv und ballert so viel Schaden raus. Was ist mit dir los? Ja toll, schöne Scheiße. Mangunio down. Ey, ist das in der Verteidigung so schlecht? Das hätte ich jetzt echt nicht gedacht. Und da sitzt auch schon in der rechten Ecke sitzt gleich das nächste Pokémon parat. Ja, die kommen alle zu mir. Ich muss gar nichts machen. Jo, der Flügelschlag reicht. Gut, der Walzer könnte jetzt wehtun. Macht er auch, genau. Ja, vielleicht bin ich in dem Gebiet jetzt hier nicht so ganz richtig. Aber es nützt ja nichts, ja? Wir wollen den Pokédex befüllen, die Paldea-Region hier erkunden. Da bleibt uns nichts anderes übrig. Müssen wir alles auf eine Karte setzen. Aber schade, dass das Sichlor hier nicht nochmal aufgetaucht ist. Ich hätte gerne nochmal gegen es gekämpft und besiegt. Nochmal ein paar Erfahrungspunkte mitgenommen. Aber es scheint so, es kommt vielleicht nur einmal vor. Wer weiß.
Schade, schade. Und meine Bälle werden echt knapp. Oh, Panfi, was soll das? Oh, alles sehr effektiv. Dampfwalze. Ich habe nur noch ein Pokémon. Pamu. Es hält höchstwahrscheinlich nur einen Angriff aus. Nee, das hält gar keinen Angriff aus, so rum. Komm jetzt, bitte bleib drin. Bitte. Na, da haben wir nochmal Schwein gehabt. Sehr schön. Da geht einem echt der Arsch auf Grundeis, ja, wenn man das letzte Pokémon in den Kampf schickt. Ja, Typ Boden ist das. Es ist viel stärker, als es aussieht. Wenn es seinen Rüssel umherschwingt und einen dabei am Arm erwischt, ist dieser wahrscheinlich gebrochen. Denkt man gar nicht, ja, von dem kleinen Teil. 50 cm groß. Ja, aber. Ja, Panfi ist ein Langrüssel-Pokémon. Wer kennt's nicht? Wer ist nicht auch ein Langrüssel-Pokémon? Jetzt müsste ich aber mal zusehen, dass ich wieder in Richtung Heilen gehe. Hier hinten sehe ich übrigens einen Trainer. Okay, dann fahre ich mal eben zurück und wir sehen uns dann gleich wieder hier oben. So, ich war heilen. Wir fahren zurück in die südliche Zone 4. Hier wartet schon wieder ein Riolu. Das haben wir schon. Ja, nee, Sichlor taucht hier wirklich nicht mehr auf. Schade. Aber können wir jetzt auch nicht ändern. Dann würde ich sagen, geht's hier hinten weiter. Können wir doch mal direkt in den Trainerkampf starten. Die Pokémon hier sind recht stark, oder? Vielleicht wäre es besser umzukehren. Ja, meinst du? Das hatte ich mir auch schon mal überlegt, aber es ist der Reiz ist einfach zu groß. Der Reiz ist zu groß, umzukehren. Hier gibt es so viel geilen Scheiß zu entdecken. Was bist du überhaupt für Level? Okay, One Hit. Dann findet man das jetzt nicht mehr raus. Ihr habt es vielleicht gesehen. Ich konnte gar nicht so schnell schauen. Was? Versuchst du Fußtritt? Willst du erlernen? Kampf? 65 Stärke. Anwender greift mit blitzschnellen Bewegungen die Beine des Ziels an und senkt dessen Initiative. Wow, Flügelschlag würde ich lassen. Wasserdüse. Aquawelle, Kraftschub. Einen Kraftschub könnten wir auch noch lassen. Da würde ich sagen, eher die Wasserdüse weg, ja? Da verzichte ich auf den Erstschlag. Würde ich Fußtritt dafür nehmen. Und das war's schon mit dem Petro. Was? Warum hast du nur ein Pokémon, Mann? Wenn ich so stark wäre wie du, hätte ich bestimmt keine Schwierigkeiten. Sehr schön, 900 Poké-Dollar. Die können wir echt gut gebrauchen. Ich war nebenbei gleich nochmal Pokébälle kaufen, ja. Das hat mich ziemlich nackig gemacht. Bin ich fast blank. Aber was soll der Geiz? Hier oben ein Terra-Kristall. Wo geht's denn hier lang? Zeig mal her die Karte. Oh Mann. Ja, da kommen wir ja schon in das andere Gebiet. Das wollte ich jetzt eigentlich noch nicht erkunden. Also hier hinter noch nicht. Das noch nicht. Aber hier oben auf diesen Berg können wir gerne noch gehen. Ja? Was war das jetzt auf der Karte für Bild? Das Lila, ne? Was ist denn das? Können wir weiter reinzoomen? Das ist hier aus Schwert und Schild. Ja, okay. Das zeigt mir wohl die Pokémon an, die ich fangen kann. Mögliche Pokémon. Okay. Ah, da ist es doch schon, ja? Ich hoffe mal, das ist jetzt im Level her nicht zu hoch. Das ist ein Gift-Pokémon, oder? Auf 22 mal wieder. Würde ich gleich mal einen Fußtritt reinballern. Ja, ist nicht sehr effektiv. Okay, dann nicht. Dann nochmal ein Flügelschlag. Ist auch nicht viel besser. Was? Ja, Gift ist das. Was ist der Psycho? Hä? Das habe ich aber nicht. Psycho wäre da bestimmt eine Option.
So, jetzt habe ich dich. Aber da, wo ich dich haben will, du bist auch noch verwirrt. Da hoffe ich mal, du killst dich jetzt nicht selbst. Okay. Bist du jetzt... Oh, es hat noch überlebt. Ja, das war ja ein knappes Ding. Und hinter mir sitzt, glaube ich, noch ein Teil. Noch so ein Teil. Ich hoffe mal jetzt, aber... Gut, es ist nicht mehr verwirrt. Aber warum paralysierst du mich, Mann? Das ist jetzt aber nicht so geil. Das kann ich eigentlich gar nicht gebrauchen. Jetzt im Kampf ist es jetzt... Jetzt ist es zwar irrelevant, aber für den nächsten Kampf... Habe ich einen Paraheiler? Ich glaube schon. Na, dann setze ich den ein. Dann ist wieder alles in Butter. 2 Level-Ups, sehr schöne Sache. Schmeichler, wer versucht hier Schmeichler zu erlernen? Sproxy. Schmeichelt dem Ziel, um es zu verwirren. Erhöht dessen Spezialangriff. Nein, da schieße ich mir doch ein Eigentor, wenn der mich dann trifft. Das lasse ich mal schön weg. Elektrogift ist das sogar. Oh, das ist auch geil. Ha? Aber das ist nicht 9. Gen. Schade. Aber so ist das nun mal. Wir haben hier schon geile Pokémon am Start. Ja, da braucht man nicht meckern. Jetzt packen wir mal noch eine Heilung aus. Autoheilung. Die Paralyse geht wohl nicht weg. Was? Muss ich das selber rauskramen? Oder habe ich das noch gar nicht? Doch, ich habe einen Paraheiler. Okay, das muss ich selber machen. So, hier habe ich doch noch irgendwas gesehen. Ein Dartiri oder ist das schon die Weiterentwicklung? Das sieht aus wie eine Weiterentwicklung, oder? Wie heißt du? Dartignis. Ja, das wird die Weiterentwicklung von Dartiri sein, würde ich sagen. Nehmen wir auch direkt mit. Ich wollte hier doch gar nicht das Gebiet erkunden. Ne? Eher in die andere Richtung. Aber es ist einfach so spannend. Wie kann man da Nein sagen? So, jetzt ein Ball. Ich hoffe mal, das klappt. Dass wir nicht wieder so viele Bälle rauswerfen. Na, komm schon, Mann. Du machst mich fertig. Ihr zieht mir alle die Kohle aus der Tasche. Ja, hier ist auch noch irgendwo ein Reh rumgelaufen, ha? Seso Kids oder sowas. Okay, Fuentente, K.O. Ja, ist jetzt egal, was ich in den Kampf schicke. Würde ich Gierspenst nehmen, das haut eh nicht so auf die Kacke. Einfach nur als Puffer. Komm, du musst jetzt ein bisschen was einstecken. Oder der Ball trifft. Und das Pokémon bleibt drin. Leider nein. Warum klappt das nicht? Nehme ich mal einen Superball. Vielleicht schmeckt der ja der. Da hinten sehen wir übrigens das Reh. Oder Reh-Kids, besser gesagt. Dartignis. Wurde gefangen. Parmo. Neue Attacke am Start. Schaufler. Geile Sache. Typ Boden. 80 Stärke. Ladevorgang. Ruckzuckhieb. Donnerschock und Wangenrubbler. Ladevorgang. Erhöht die Stärke der nächsten Elektroattacke. Donnerschock. Wangenrubbler. Und Ruckzuckhieb. Ja gut, dann würde ich jetzt hier auf dem Pokémon eher sagen, Wangenrubbler auf jeden Fall lassen, ja, wegen der Paralyse, Donnerschock auch, Ruckzucki vielleicht auch für eine Prio-Attacke, ja. Dann würde ich den Ladevorgang wegpacken. Den würde ich wegpacken. Okay, Dartignis Feuerflug. Sein Revier hat einen Radius von 2 bis 3 Kilometern. Dringen Vogel-Pokémon darin ein, zeigt es keine Gnade. Es mischt alles auf, ja. Es schlägt alles K.O. Ihr macht euch kein Bild. Nächster Eintrag. Weiterentwicklung von Dartiri gefangen.
Jetzt hoffe ich mal, ist das Reh noch da. Ja? Wollen wir schwer hoffen, dass das Teil noch irgendwo hier ist? Ja, da. Ich sehe es schon. Ich sehe es schon. Da ist es. Oh, sieht sehr niedlich aus. Sehe so Kids, ja. Wieder mit Gierspenst am Start. Level 16, das wird doch nichts. Ich hoffe mal, das macht jetzt ein bisschen... Was? Keine Wirkung? Was bist du? Ist das Typ normal? Dann würde das so einiges erklären. Ein Bodycheck, oh nein. Ach gut, ha, ich bin ja Typ Geist. Brauche ich gar keine Angst haben, aber vor... Aus ist zum Heulen, wenn ich sehe, was das Gierspenst für einen Schaden auspackt. Nämlich gar keinen. Ich versuche mal einen Ball zu werfen. Ja, vielleicht klappt's ja. Das hat sich übrigens schon wieder voll geheilt. Durch die Egelsamen. Okay, was will man mehr? Ich habe nichts gesagt. Seso Kids eingefangen. Ohne wirklich viel Schaden zu nehmen. Geile Sache. Typ normal Pflanze. Es sieht zwar niedlich aus, frisst aber gerne junge Pflanzentriebe. Bei Landwirten ist es daher nicht sehr beliebt. Ja, kann ich verstehen. Wenn es den Bauern alles wegfrisst, dann werde ich schon ziemlich sauer. So, das war's jetzt aber in diese Richtung. Jetzt gehen wir endlich mal hier den Berg rauf. Pachirisu. Ja, den Berg gehen wir rauf zu dem Terrakristall. Der interessiert mich. Ah, oh, Pachirisu auch noch nicht gefangen. Warum nicht? Ey, es hat fast geklappt. Charme. Ja, den Angriff kannst du nicht weiter senken. Der ist eh schon fast bei null. Ich hoffe mal, komm, jetzt bleib drinne. Ja, geile Sache. Läuft. Also manchmal funktioniert das einwandfrei. Und manchmal überhaupt nicht. Manchmal wollen die Fische einfach nicht beißen. Ja, Pachirisu kennt man, ja. Pokémon Diamantperl. Mit und... Hier rennt der Hund bei meinen Füßen rum. Hoffentlich beißt er mich nicht. Mitunter kann man beobachten, wie zwei Pachirisu ihre Backentaschen aneinander reiben, um gespeicherte Elektrizität zu teilen. Ja, was macht man nicht alles? Die einen rubbeln Wangen, die anderen rubbeln sich was anderes. So, jetzt geht's ab. Das habe ich schon, ne? Ja, das ist ein Seso Kids, genau. Steigen wir mal auf unser treues Gefährt Miraidon auf. Mein krasses, lebendig aussehendes Motorrad. Habe ich das Mediti schon gefangen? Ich weiß es jetzt gar nicht. Auch noch nicht. Was ist denn hier los? Komm, das müsste jetzt aber auch so schön klappen wie zuvor. Schade, noch nicht. Aber die Hoffnung stirbt wie bekannt zuletzt. Da würde ich gleich noch einen Ball schmeißen. Hinter mir steht schon wieder ein Riolu rum. Ja. Schön, schön, schön. Ey, wirklich, was man hier alles fangen kann, das ist der Wahnsinn. So viele Pokémon. Und wir haben gerade mal einen Orden, ja. Typ Kampf Psycho. Durch Meditation erhöht es seine geistige Kraft, um in der Luft zu schweben. Es ist bloß eine Bäre am Tag. Ja, du bist sparsam unterwegs. Finde ich gut. Nächster Eintrag. So, jetzt haben wir hier aber alle... Ah, jetzt bin ich in das Wablu reingefahren, Mann. Das habe ich doch schon gefangen. Letzter Part. Wisst du wohl gar nicht mehr. Wablu, Wablu. Haben wir noch was Interessantes? Oh, hier ist ein Item. Und eine fantastische Aussicht. Ah, die Eule habe ich, glaube ich, auch noch nicht genommen, ha? Eine fantastische... Jetzt wäre ich fast runtergefahren. Eine fantastische Aussicht auf Mesalona City. Gönnt euch diesen Ausblick. Das sieht schon geil aus, ja. Wenn es noch ein bisschen schärfer wäre, wäre es noch schöner. Hier unten haben wir Protalido.
Ja, ist schon schön gemacht hier, ja? Kann man wirklich nicht meckern. Und jetzt gönnen wir uns mal noch die Eule. Die ist auch nicht 9. Gen, ja, da bin ich mir ziemlich sicher. Ja, habe ich schon mal irgendwo anders gesehen. Jeroni Matz. Auch auf 22. Los, bleib im Ball. Ja, ey Mann. Es läuft doch. Heute läuft's wie am Schnürchen. Das ist Typ Normalflug. Mit seinen scharfen Fängen packt es seine Beute und pickt danach. Generell ist es ein Fleischfresser. Es isst aber auch gerne Beeren. Ich auch, ja. Ich esse auch gerne Beeren. Habt ihr welche für mich? Nächster Eintrag. Hier ist noch eine Beere. Ne, eine Poke. Alter, die Teile sind ja aggressiv. Ihr wollt doch nicht mein Fleisch essen. Jetzt muss ich erstmal zusehen, dass ich hier aus dem Radar der Pokémon rauskomme. Hier geht's weiter. Weiter im Text. Gut, die anderen Pokémon haben wir schon alle. Ist mir zumindest jetzt nichts Neues aufgefallen. Hier haben wir noch ein Item. Oh ja. Ja, hier unten waren wir schon. Gut, auf diesem Plateau noch nicht. Da sehe ich schon ein Item. Aber da können wir nur runterspringen. Ja, da kommt man doch sonst gar nicht anders hin. Höchstens, wenn Miraidon klettern kann. Aber das ist noch lange nicht so weit. Ja, wir haben erst einen Orden. Mit Pepper waren wir auch noch gar nicht auf Gewürzsuche bei den Herrscher-Pokémon. Das steht aber auch bald an. Also, wenn es euch interessiert, lasst doch gerne ein Abo da. Es geht bald oder im nächsten Part schon auf zu den Herrscher-Pokémon. Zum ersten Herrscher-Pokémon. Gemeinsam mit Pepper. Da bin ich echt gespannt, was uns da erwartet. Hier nochmal ein Item mitnehmen. Ah, und sonst gibt es ja keine neuen Pokémon. Ja, reicht ja auch. In einer Route, also hier, wenn man die Zonen als Route bezeichnen möchte, ja, das ist echt verdammt viel, was man hier bekommen kann. Echt heißer Scheiß. X Spezialverteidigung, wo kann man mitnehmen? Und hier ist der Kristall. Den habe ich auch noch nicht. Dann würde ich das gleich mal erledigen. Wie heißt du? Mehikel. Ja, das ist aber auch nicht... Mehikel, glaube ich nicht. Ich kann jetzt mal schnell nebenbei nachschauen. Mehikel ist nicht 9. Gen, ja. Ah, du bist wieder aus dem Ball rausgekommen, Mann. Was? Insomnia? Was ist denn das? Ich dachte, du hast Hasenfuß. Keine Ahnung, was Insomnia ist. Hauptsache, das Mehikel bleibt jetzt im Ball. Jawohl, es ist drinne. Und ich hab's gleich. Ja, Mehikel existiert seit der 6. Spielgeneration. Ja, das braucht man definitiv jetzt nicht im Team. Das kennt ihr bestimmt schon. Ich zwar nicht, aber naja. Solange es Wasser und Sonnenlicht hat, kann es mit den Blättern seines Körpers Energie erzeugen und so ohne Futter im Gebirge überleben. Ja. Überlebenskünstler, ja. Ein wahrer Überlebenskünstler, das Mehikel. Und jetzt lass mal sehen, was in diesem Terra-Kristall steckt. Ein Wablu, Alter. Das müssen wir jetzt nicht fangen, aber ich würde mal kämpfen und mal schauen, ob man da... Wenn man es nicht fängt, Erfahrungspunkte bekommt, ja. Wenn man es fängt, dann bekommt man ja keine Erfahrungspunkte. So habe ich das zumindest mitbekommen. Aber vielleicht ja, wenn man es besiegt. Und ich glaube, mein Gespenst ist jetzt am Zug. Na, das kann ja was werden. Nein, Fuentente. Hä, warum? Zählt es da nicht? Das war doch besiegt, oder? Boah, ist voll geheilt, ne? Aber ich muss dreimal angreifen. Ein Fußtritt, der ist sehr effektiv, geil. Oh, der ballert so richtig schön, ja. Voll in die Fresse rein. Kanon.
Schlägt man da ein? Nee, hä? Nein, ist okay. Da brauche ich bestimmt gar keine Terra-Kristallisierung. So wie der Fußtritt ballert. Guckt euch das an. Ist ja auch nur ein Stern. Ja, ein Stern. Ein Sterne Terra-Kristall-Rate. Ja, Wablu wurde schon besiegt. Das war jetzt ein Quickie. Ja, und was passiert, wenn ich jetzt auf nicht fangen gehe? Bekomme ich da Erfahrungspunkte? Es ist irgendwohin verschwunden. Ja, wir haben ja auch nur die Terra-Kristallisierung zerstört. Ja, den Loot bekommt man immer. Aber keine Erfahrungspunkte, schade. Ja. So ist das, das Leben ist hart. Man kann eben nicht alles haben. Und schon ist er weg, der Kristall. Jo, das war's hier. Da können wir jetzt mal auf der Karte schauen, wo wir noch nicht waren. Protalido sind wir hier. Wir sind von Moldred gekommen. Ja, hier die Felder, da sind wir schon außen lang. Und dann hat es uns hier über die Brücke verschlagen. Genau, dann würde ich... Nein, hier, das habe ich schon erkundet. Oh Mann, das ist erst 2 Tage her, als ich das letzte Mal gespielt habe. Ich würde sagen, ich fliege mal hierher. Denn hier sind wir auch nur auf dem Weg geblieben und haben links und rechts alles ausgelassen. Ja? Da können wir gerne mal vorbeischauen. Hier die Picknickerin übrigens. Kann uns gerne mal eine Heilung... Nein, nicht Evoli, eine Heilung geben. Ja, ist jetzt mal gut. Lass das Evoli in Ruhe, Mann. Ja, immer schön, ja, dass sowas eingebaut ist. Heilanstalten an jeder Ecke. Hoppspross habe ich schon. Hier geht es zur südlichen Zone 4 in diese Richtung. Aber. Ja, wir sind immer links die Brücke hoch. Aber nach rechts sind wir, glaube ich, noch gar nicht gegangen. Da können wir gleich nochmal schauen. Oh mein Gunjor, lass mich in Ruhe. Doch, ich wollte auf Flucht. Naja, jetzt kann ich es auch K.O. klatschen. Ich hoffe mal, das macht jetzt keinen großen Schaden. Oh nein, das ist okay. 4 KP. Gehen wir mal auf Fußtritt. Das ist auch nur Level 8. Alter, komm schon. Lass mich in Ruhe. Hast du von Kraft geträumt oder was? Ja, hier nach rechts. Da geht's noch weiter. Weiter, weiter. Seht ihr, wie sich die Wände bewegen? Rechts. Ist schon Wahnsinn, ne? Ah ja, Mob-Tiff. Noch eine Pokepuppe. Voldilam, Hoppspross. Hoppspross, alles da. Gut, wir sind jetzt wieder in einem Gebiet, was auch für unser Level eigentlich gedacht wäre. Ey, lasst mich doch mal in Ruhe. Daratiri. Was soll das? Ich brauche nur dieses Item hier. Ein Pokéball. 2 Pokébälle sogar. Gut, nett. Finde ich nett. Und das ist eine Sackgasse. Okay, hier führt auch noch ein Weg lang. Trainer hier unten. Würde ich mal sagen. Springen wir! Klatsch, bumm, gar nichts passiert. Läuft, ja, Miraidon regelt das schon. Gehst du auch in die Akademie, oder? Dann lass uns doch Infos austauschen. Natürlich erst nach einem Kampf, versteht sich. Okay, du willst Infos austauschen. Willst du meine WhatsApp-Nummer haben, oder was ist mit dir los? Blip. Was ist denn Blip? Ist das neu? Sieht ein bisschen nach Elektro aus. Aber nur Level 11. Komm, das ist doch keine Herausforderung. Reicht nicht mal ein Schlag, okay. Ja, es ist Elektro, Donnerschock. Tut jetzt aber nicht so weh bei dem Levelunterschied. Gut, wir haben ja jetzt durch die Erkundungstour einiges an,
an Leveln gut gemacht. Ja, da sind wir schon ein bisschen im Vorteil. Aber es kann ja nie schaden. Hey, wir besuchen denselben Unterricht, aber du weißt viel mehr als ich. Ja, ich habe hier noch gar keinen Unterricht in diesem Spiel besucht. Das hat mich bis jetzt noch nicht wirklich gereizt. Aber was mich reizt, ich würde jetzt mal Parmo nach vorne packen. Denn das hat das niedrigste Level und das könnte noch ein paar Level-Ups vertragen. So, wo führt denn hier überhaupt welcher Weg hin? Ja, gut, das ist eine Sackgasse. Und das auch. Und ein Pikachu, guckt euch das an. Was würde Ash dazu sagen, ja? Elektro gegen Elektro. Ich würde mal einen Ball schmeißen. Da wird, denke ich, auch ein Pokéball noch reichen. Ein Pikachu in der Wildnis. Ah, natürlich macht das Teil nicht mit. Warum sollte es denn auch? Ah, ich hoffe mal, komm, das bleibt schon. Zur Not könnte ich es auch noch paralysieren. Oh, und es hat geklappt. Nein. Ja, gab sogar 143 Erfahrungspunkte. Wenn sich mehrere dieser Pokémon versammeln, kann ihre geballte Energie Blitzgewitter erzeugen. Okay, also wenn es donnert, dann rubbeln wahrscheinlich Pikachus aneinander oder sowas in der Art. Hopp-Spross gibt es hier noch. Hopp-Spross. Ein Item, Voltilam. Ja, bis jetzt noch nichts weiter. Neues Enton, das habe ich auch schon. Ein Pokéball, ja, das finde ich gut, dass man die immer wieder bekommt. Denn man kann ja echt viele werfen. X-Initiative. Hier hinten noch ein Terra-Kristall. Vielleicht gibt es da ja mal ein geiles Pokémon. Mobei habe ich auch schon gefangen. Da bin ich mir ziemlich sicher. Nein, das ist gar kein Terra-Kristall. Das ist ein Terra-Kristall-Pokémon. Das sieht aus wie Mauzi. Oh, geil. Das finde ich ja geil, dass die Pokémon auch so rumlaufen können. Und es hat sogar die Ballons auf dem Kopf. Ja, wie das Pikachu, was man als Vorbesteller geschenkt bekommt. Aber das sieht jetzt nicht so episch aus, ja, diese ganzen Pixel hier. Alter, guckt euch das an. Das ist ja schlimm. Was ist denn hier los? Level 15er Mauzi. Muss ich mich da Terra kristallisieren oder bekomme ich das auch so hin? Ja, komm, wir machen mal hier. Knallen mal einen Donnerschock rein in der Terra-Kristallform. Vielleicht knallt der so richtig. Die Terra-Kristallform, die würde ja nur. Erzeugt die nur einen anderen Terra-Typen? Oder erhöht die auch irgendwie KP und Angriffswerte, die allgemeinen Stats? Ne, ich glaube nicht, ja. Die ändert nur den Typ. Warum greift das Mauzi bitte schön zuerst an? Ja, nimm das jetzt! Ha? Das müsste schon reichen. Ist die Kristallisierung schon aufgelöst? Ja. Also können wir das Mauzi fangen. Das Parmo sieht übrigens aus wie ein Chefkoch, ja? Guckt euch das an, das sieht aus wie eine Mütze, die es auf dem Kopf trägt. Jo, ich werfe mal einen Ball. Es ist total finster hier. Hä? Das Spiel scheint wirklich irgendwie eigene Uhrzeit zu haben oder sowas. Bei mir ist es hell, ja. Mauzi gefangen, sehr schöne Sache. Gab nochmal ein bisschen Erfahrungspunkte. Oh, die Pixel sind echt nicht lustig. Glänzende Dinge faszinieren es. Findet es etwas Schimmerndes, leuchtet auch die Münze an seinem Kopf aus. Unbekanntem Grund auf, okay. Ist so ähnlich, wenn... Ist wahrscheinlich ähnlich, wie wenn ein Mann eine Erektion bekommt, ja. Wenn er was Schönes sieht, ja, dann geht's ab. Dann geht die Post so richtig ab. Gut, hier hinten sehe ich noch ein paar Items. Ein Raffel, das habe ich schon. Was bist du? Ah, ein Barmelin, das habe ich auch gefangen. Na, wir haben schon viel gefangen. Einen halben Pokédex schon voll gemacht, so gefühlt.
Fragia. Charme Herbst, das habe ich schon. Hier hinten noch ein Item. Da war noch eine Beere. Gibt echt wahnsinnig viel Windschnitt. Okay. Ich frage mich ja hier, wie die Enton aus dem Wasser wieder rauskommen wollen, ne? Bei der steilen Klippe. Stachalilis, okay. Und hier ist wieder eine Gierspenstmünze, ha? Und auf einmal ist es wieder hell gewesen. Hä? Wenn ich die Kamera hier drehe, ist es hell. Wenn ich sie wieder wegdrehe, ist es dunkel. Naja. Gut, hier vorne scheint ja auch die Sonne. Habe ich gar nicht bemerkt. Mob-Tiff oder sowas. Mobbing, ja. Mobbing-Tiff. Ein Superball nehme ich auch mit. Ein Pichu, das habe ich schon gefangen. Das einzige Pokémon, was ich ausgelassen habe, war Trasler. Aber nur, weil ich das aus Versehen besiegt habe und es kam einfach kein weiteres nach. Und Gehweier, ja, da bin ich nicht reingekommen, das war im Wasser. Das war noch bei Protalido. Noch ein Pikachu hier. Und da bin ich irgendwie nicht rangekommen. Vielleicht hat mir nur das Skill gefehlt oder wer weiß. Ja, aber sonst gibt es hier in der Richtung nichts weiter. Hier nehmen wir noch ein Item. Dann können wir noch in die andere Richtung schauen. Oh, die Pikachus hier. In Hülle und Fülle gibt es alles, was ihr euch vorstellen könnt. Mobile. Hier auch noch ein Item am Start. Trugträne. Hier ist noch eine Beere oder sowas. Ja, ne, ein Pokéball, okay. Ist ja noch besser. Die Bälle brauche ich, die Bären jetzt nicht so unbedingt. Ja, in diese Richtung müssen wir noch. Mit dir haben wir schon Spaß gehabt. Das war ein Quickie. Steht hier hinten noch ein Trainer? Das wäre schön. Ja, dass wir mal ein bisschen Action sehen. Nein. Ich habe den Wegweiser fälschlicherweise für einen Trainer gehalten. Boah, das kann schon mal passieren. Ich habe die Brille nicht auf. In dieser Richtung scheint es gar nicht so viel zu geben. Ja, nur ein paar Pokémon. Ja, aber immerhin ein paar Items. Die nehmen wir gerne mit. Und hier kommen wir wohl unter Mesalona raus. Ja, gibt es da einen Geheimeingang oder sowas? Grasfeld. Regeneriert 5 Runden lang KP. Wahrscheinlich für Pflanzen-Pokémon. Klingt zumindest so. Ah, was wird das sein? 3 Pokebälle, ja läuft. Ein Voltilam. Und hier, warte, das sieht aus wie eine Trainerin. Mensch, wo geht's bloß lang? Ich habe keine Ahnung, ich hab's Navi ins Wasser fallen lassen. Welchen Weg würde ich jetzt bloß nehmen? Also, ich laufe einfach ziellos durch die Gegend, das scheint mir das Beste zu sein. Alter! Der sah echt aus wie eine Frau. Und dann blitzt mir einfach der Bart ins Gesicht. Das hätte ich jetzt echt nicht gedacht, dass das ein Mann ist. Von Weitem habe ich jetzt nicht auf den Bart geschaut. Ja, ich habe jetzt eher gedacht, das ist eine Frau. Ja, mit Boden sollte man ja eigentlich gut beraten sein gegen Feuer. Sollte klappen. Wir haben auch die höhere Initiative. Mal schauen, wie viel Schaden das ballert. Ja, direkt ein One-Hit. So habe ich das am liebsten. Fukano besiegt. Level up für Pamu. Schöne Sache. Unten zu Beerus hast du auch noch. Was ist das? Unlicht, Psycho, Geist. Irgendwas in die Richtung. Da würde ich jetzt mal einen Donnerschock raushauen. Ja, ist jetzt nicht so das Gelbe vom Ei, aber okay. Haben wir noch was? Ein Ruckzuckhieb macht der mehr Schaden. Lass mal sehen. Okay, es wird Typ Geist sein. Da haben wir das jetzt auch geklärt. Ja, wenn er mich nicht hätte, ja, dann hätte er keine Ahnung. Dann, oh, ich weiß auch nicht. Ich bleib bei Donnerschock. Ja, da vielleicht... In der dritten Runde jetzt, also nächste Runde vielleicht schon besiegt.
Oh, das knallt aber auch erstaunlich. Das sollte dich jetzt aber besiegen. Sonst knallst du mir eine... Ach du Scheiße, du knallst mich jetzt weg, oder? Oder darf ich zuerst angreifen? Ich darf zuerst angreifen. Geil. Da sind wir nochmal mit dem blauen Auge davon gekommen. Level up für Flamingo. Es versucht Offenlegung zu erlernen. Ja, das brauche ich jetzt auch nicht so, ja. Ziele, die Attacken wie Schutzschild oder Scanner eingesetzt haben, werden getroffen. Ja, nicht wirklich. Es hat auch nur 30 Stärke. Nee, lass mal. Backpacker Chat besiegt. Ja, da guckt er wie so ein gelutschter Drops rein. Musste ich wirklich den Weg der Niederlage einschlagen? Ja. Ich habe dich auf diesen Weg freundlicherweise geleitet. Fuentente, komm, du kannst auch nochmal hier ein paar Auffrischungen gebrauchen. X-Initiative. Gibt's hier noch was? Dartiris? Voltilam. Hier hinten versteckt sich noch ein Item. Und dann ist es auch in diese Richtung alles gewesen, oder? Na, hier oben ist noch was, aber da komme ich da ran. Kann ich da mit meinem Miraidon schon hochspringen? Nee, oder? Nein, das geht noch nicht. Obwohl es höher springt, als die Wand ist. Verarsche ist das doch. Oh, hier ist auch noch was. Und ein Enton. Äther. Prachtfeder, Carpador, Barmelin. Was ist das? Okay, mein Miraidon kann noch nicht schwimmen. Nur dann lassen wir das so mal dahingestellt sein. Ich hätte es gedacht. Hey, das ist doch letztens durch den Pool gefahren und im Wasser funktioniert es wohl nicht. Das verstehe ich jetzt aber nicht. Naja, sei es drum. Es regnet. Da fahren wir mal weiter. Ein bisschen weiter die Paldea-Region erkunden, ne? Was haltet ihr übrigens davon, ja? Seid ihr von der Paldea-Region begeistert? Ah, ich finde die schon geil oder nicht? Dann schreibt es mir mal gerne in die Kommentare, was ihr davon haltet. So, ja, jetzt müssen wir erstmal wieder zu diesem grauen Weg zurück und da nach oben gehen. Da waren wir, glaube ich, noch nicht, ja. Das geht zwar auch nach Moldred, aber wir haben bei weitem noch nicht alles erkundet in dieser Richtung. Da wird uns bestimmt noch das ein oder andere neue Pokémon begrüßen. Hoffe ich doch zumindest. Auf jeden Fall werden wir ein paar nette Items abstauben können. Da können wir uns gewiss sein. Denn das war bis jetzt ja immer so. Was ist das? Ach, Mobtiff. Ja, das sah jetzt ein bisschen komisch aus. Das Ding wohnt wohl im Baum oder sowas, ja? Wie ein Eichhörnchen. Ah, die Hopfrost, die drehen ihren Propeller. Und das, was ist denn das? Wie sieht denn das Teil aus? Das sieht irgendwie aus wie ein Kackhaufen oder sowas. Geosali. Das könnte neu sein. Boah, ich will es jetzt nicht K.O. hauen. Ich würde jetzt meinen Wangenrubbler. Oh, der ist okay, der Wangenrubbler. Lehmschuss. Boden-Pokémon ist das. Ob der Pokéball jetzt schon ausreicht? Wir haben doch jetzt einige gefunden. Da können wir ruhig mal einen raufschmeißen. Ja, bei dem Level, da ist das Ding gleich einkassiert. Ein paar Level-Ups, sehr schöne Sache. Mobtiff, oder was? Welches? Wer versucht hier bis zu erlernen? Mangunior, okay. Gegenstoß hat's. Sandwirbel. Kraftschub-Tackle. Kraftschub können wir erstmal lassen. Tackle auch, Gegenstoß auch. Sandwirbel, ja, senkt die Genauigkeit des Ziels. Den würde ich jetzt entfernen, ja, den brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Ein bisschen sinnlos, ja. Wann setze ich denn das mal ein, Sandwirbel? Geosali,
Mit jedem Schritt schabt sein Körper am Boden und hinterlässt dabei Salz. Sein Körper stellt jedoch kontinuierlich neues Salz her. Ja, da bin ich mir eigentlich ziemlich sicher, dass das neu ist. Aber das packen wir auf die Box, ja. Ich werde erstmal die Pokémon trainieren, die ich jetzt im Team habe. Die auf jeden Fall mal weiterentwickeln und mal schauen, wie sich die entwickeln. Na, wie sich die Stats entwickeln. Bei Gearspenst zum Beispiel bin ich ja jetzt noch nicht so begeistert. Ja, das kann nur zwei Attacken. Hat einen unterirdischen Angriffswert. Das muss ich schon noch deutlich strecken, dass da was wird. Ja, hier noch ein Item. So, sag mal hier noch mal ein bisschen was ein. Und zum Ende des Parts können wir uns schon mal in Richtung Osttor von Mesalona City begeben. Denn wir wollen mit Pepper auf Schatzsuche gehen. Na, nicht auf Schatzsuche, auf Gewürzsuche. Habe ich mit dir schon gekämpft, Alter? Nein, noch nicht. Wo sind wir denn hier? Hey, bist du ein Schüler der Akademie? Hast du schon mal von Team Star gehört? Das sind echt totale Flaschen. Ja, das hast jetzt aber du gesagt, Lieferant. Okay, der ist auch von der Paldea Bundespost. Ja, die stellen so ähnlich wie die Deutsche Post zu. Dauert manchmal eine Woche. Ein Donner. Ja, Entholen. Da brauchen wir nicht überlegen. Knallen wir einen Donnerschock rein. Reicht vielleicht. Nein, noch nicht. Aber mehr als die Hälfte abgezogen und paralysiert. Kann man mal machen. Da hinten flattern übrigens im Hintergrund Wadribis rum. Das haben wir auch schon gefangen. Und ich sehe da noch einen Terra-Kristall leuchten. Da können wir auch nochmal nachschauen. Aber erstmal muss ich die Karte öffnen und schauen, wo ich bin. Oh, jetzt kommt ein Boden-Pokémon. Haben wir was gegen Boden-Pokémon? Was ist denn auf Boden effektiv? Können wir dann mit Flug ran? Würde ich jetzt mal Flamingo probieren. Das könnte auf jeden Fall... Hat das die Fähigkeit Schwebe oder sowas? Dass es nicht von Bodenattacken getroffen wird. Ja, steht aber auf dem Boden, ne? Das ist jetzt nicht so optimal. Ich kann da auch hier gleich Pokémon-Info gehen. Fähigkeit Rauflust. Ja, und was macht die Rauflust? Bist du ein bisschen rauflustig oder was? Knall mal den Flügelschlag drauf. Ja, ist normal effektiv. Können wir so hinnehmen. Die Bäre würde jetzt auch nichts mehr viel nützen. Gut, das war eine Kampfattacke, ja. Die macht mir jetzt nicht so viel aus. Aber dafür bist du besiegt. Pampuli, ja. Da guckt der Roland hier, oder der Ronald, ein bisschen blöd aus der Wäsche. Und du hast noch einen Mobtiff. Ja, wen haben wir denn jetzt lang nicht gesehen? Sproxy. Sproxy, zeig mal, was du drauf hast. Das hat mich ja zu Anfangs auch nicht wirklich begeistert. Also nur vom Aussehen her, aber vom Angriff ja jetzt nicht so unbedingt. Aber vielleicht hat sich das jetzt nach ein paar Level-Ups geändert. Gut, 6 Level Unterschied. Unlicht nicht sehr effektiv, da würde ich mal einen Giftzahn machen. Ja, ist okay. Aber für 6 Level höher hätte ich jetzt schon ein bisschen mehr Schaden erwartet. Und down. War es das jetzt? Gearspenst auf 19 und noch immer keine Attacke erlernt. Ich hab verloren, weil ich nur über dieses Team Star nachgedacht habe. Die haben es mir echt angetan. Was hast du nur mit Team Star? Und wo sind wir hier? Ah, okay, das ist der andere Weg von Moldred. Wo kommen wir denn da hin? Achso, wir sind ja hochgekommen, hä? Okay, hier waren wir. Ja, genau. Waren wir hier? Ja, doch. Doch, wir sind bisher unter Mesalona lang gelaufen, genau. Da war ein Wasserfall, ja. Und hier geht es noch einen Weg hoch. Der führt auch nach Moldred. Genau, dann laufen wir den einfach weiter entlang.
Aber hier hinten, ist der Terra-Kristall in meiner Reichweite oder? Oder nicht? Lass nochmal schnell hindüsen. Das finde ich immer geil. Na, nee, der ist auf der anderen Seite. Der hat mich jetzt aber gelockt. Ja, das finde ich immer interessant, sowas. Gibt ja vielleicht auch mal das ein oder andere spannende Pokémon darunter oder darin zu sehen. Uhu, ein Weisel. Hey, komm mal her hier. Komm mal ran auf den Meter. Ich hoffe mal, du bist nicht zu stark. Das war ja auch immer bei den Pokémon, Schwertschild, in der Naturzone so. Und das ist Level 27, sehe ich gerade. Ja, die Pokémon in der Naturzone bei Schwert und Schild sind auch, das sind die großen Pokémon auch immer ein bisschen höher vom Level ausgestattet. Oh, und bei dem auf Level 27, das hat man auch noch nicht, ja. Ich könnte jetzt mal Terra kristallisieren und es mal paralysieren. Ich hoffe mal, das wird jetzt nicht gleich mit einem Schlag weggeklatscht. Ja, aber wenn wir jetzt einmal im Kampf sind, ja, dann können wir es auch mal fangen. Oder versuchen zumindest zu fangen. Boah, das hätte ich jetzt nicht gedacht, dass es auf 27 ist. Ich habe die höhere Initiative. Ist das geil. Es ist schon mal paralysiert. Das ist schon mal viel wert. Und es kann nicht angreifen. Ja, da haben wir nochmal Glück gehabt. Dank der Paralyse. Und da knallen wir jetzt noch einen Donnerschock rein. Und der schmeckt dir so richtig, ja? Ja, ist okay, der Schaden. Ja, für den Levelunterschied auf jeden Fall. Ja, und wenn ich dich jetzt treffe, ja, mit dem Angriff. Gibst mir einen Angriffsboost. Ist Donnerschock normal? Hier physisch? Nein, das ist spezial. Okay. Das ist physisch. Dann knallen wir das mal rein. Hier noch ein Donnerschock. Ich hoffe mal, der trifft. Ja, er trifft. Er kommt voll durch. Ja, geht eher bis ins Gehirn. Ja. Ist jetzt, reicht das jetzt schon? Ist die Terra-Kristallisierung aufgelöst? Was war denn das jetzt? Hä? Warum hast du jetzt so wieder so viele KP? Hast du irgendein Item bei dir? Oder ist das eine Fähigkeit? Oder hast du dich geheilt? Okay. Pamo down. Da kommen Erinnerungen hoch, ja? An sich, Lore, letzte Folge. Letzte Folge pur, ja, Sichlor war auch ein Terra-kristallisiertes Pokémon. Gut, was können wir denn jetzt noch hier machen? Was wäre denn jetzt noch eine Option? Vielleicht Kampf? Ah, das können wir auf jeden Fall mal probieren. Das ist immerhin vom Level her näher dran. Probieren wir einfach mal einen Fußkick. Wie viel KP hat er abgezogen? Ein? Auch nicht Kratzburie. Oh nein, komm, das reicht. Dreimal nur? Da sind wir nochmal mit einem blauen Auge davongekommen. Aber das! Flug! Okay, dann bist du wahrscheinlich ein Käfer. Dann würde ich sagen, knallen wir gleich nochmal einen Flügelschlag drauf. Und noch nicht besiegt, das ist sehr schön. Ich will ja nämlich fangen. Oh, ich hätte das doch gleich von Anfang anfangen können, Mann. Ich bin hier total verwirrt. Das ist doch gar nicht Terra-kristallisiert. Dann können wir da gleich einen Ball schmeißen. Tut mir leid, ja. Ich war gerade ein bisschen verloren. Gut, Attacke hat verfehlt. Ja, aber Level 27, ob das klappt? Wenn nicht, müssen wir es besiegen. Es befreit sich ja direkt wieder. Kann man gar keine Pokémon über Level 25 fangen, wenn man nur einen Orden hat? Das Ding steigert gerade permanent meinen Angriff. Lass mal sehen. Wackelt er wenigstens mal? So macht man das! Ja, ein 27er Pokémon gefangen. Huhn, Weisel. Ja, sehr schöne Sache. Käferflug, ja.
In den Hohlräumen seines Rumpfes zieht es Larven groß, mithilfe der Pheromone, die es absondert, kontrolliert es Vatribi. Okay. Ja, das ist wahrscheinlich die Königin, ja. Hohenweisel, die Königin, steuert ihre Untertanen, die Hohenweisel. Aber echt geil. Haben wir einfach mal ein 27er Pokémon einkassiert. Und jetzt sind die armen Vatribi alleine hier. Na, das tut mir echt leid. Ja, das tut mir jetzt wirklich leid, ja. Das sieht jetzt so... Die sehen jetzt so verloren aus, wenn die Königin hier nicht mehr rumschwirrt. Gut, da können wir hier drüben nochmal ein bisschen schauen. Da hinten leuchtet ein Terra-Kristall. Oder ist das nur ein Pokémon? Fahren wir mal auf direktem Wege hin. Und hier sehe ich noch eine Trainerin. Haben wir mit der schon Spaß gehabt? Und das ist ein Pokémon. Was ist das für ein Pokémon? Ein Dickda. Mit Gierspenst will ich nicht kämpfen. Jetzt ist es eh weg. Hier ist es. Da können wir ruhig nochmal Erfahrungspunkte mitnehmen. Ja, das würde ich jetzt nicht fangen. Haben wir schon gefangen, ja. Das ist mir auch wurscht, was das für ein Terra-Typen hat. Einfach besiegen, ja. Ein bisschen Erfahrungspunkte sammeln. Insofern man jetzt hier Erfahrungspunkte bekommt. Das habe ich noch gar nicht ausprobiert. Ja, Aquavelle mit Typen-Bonus. Schallert bestimmt gut. Ob ich mich ja Terra kristallisieren muss? Nein, definitiv nicht. Bin ja auch höher im Level. Das ist okay. Das ist ja jetzt hier easy going. Auch wenn's... Warum hat das Dick da denn eine höhere Initiative als meine Ente? Das kann ja auch nicht wahr sein. Und down. Sehr schön. Ja gut, das gab jetzt nicht sonderlich viel Erfahrungspunkte, aber immerhin etwas. Ja, dann würde ich sagen, gönnen wir uns mal noch hier diese Trainerin, wenn wir noch nicht mit ihr gekämpft haben. Nach einem Kampf mit mir scheinen viele Kunden Paraheiler zu kaufen. Okay, mit dir habe ich doch schon. Na dann nicht, wenn du nicht willst, dann hast du schon. Dann würde ich sagen, gehen wir uns hier nochmal heilen. Ja, dann haben wir jetzt hier weitestgehend um Moldrit. Also ja, noch nicht alles, aber immerhin schon einiges erkundet. Wir haben ja die meisten Felder hier ausgelassen. Die eingezäunten Felder. Die können wir gern wann anders machen. Aber ich würde mich jetzt erst einmal in Richtung Pepper begeben. Ja, der sollte in Richtung Osttor von Mesalona City aufgebrochen sein. Da begeben wir uns jetzt noch hin. Ah, hier, das geht ja gleich auf der Karte. Das ist auch übrigens sehr schön, dass man gleich überall hin fliegen kann. Westtor, Südtor, Osttor, ja, okay. Das scheint schon wieder einige Terra-Teile zu sein, ja, Terra-Kristalle. Der hat mir doch übrigens auch... Genau, der Pfad der Legenden, Gesteinsherrscherorden. Das wird wohl der erste sein. Na dann, auf geht's! Aber das machen wir am nächsten Part, ja? Damit das hier eine runde Sache ist. Das war jetzt ein reiner Erkundungspart. Und im nächsten Part geht's auf den Pfad der Legenden. Der Herrscherorden, Gestein, wartet auf uns. Insofern wir schon bis dahin gelangen. Okay, hier ist auch nochmal Pokémon Center. Da hätte ich mich gar nicht heilen brauchen. Gut, dann würde ich sagen, sind wir jetzt in Mesalona City drin? Okay, wir sind noch in Mesalona drin. Dann würde ich sagen, beenden wir jetzt diesen Part. Wenn es euch gefallen hat, schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Wir begeben uns da auf den Pfad der Legenden mit Pepper. Bis dann und tschüss!